Was jetzt, Prinz? Ja, ne? Die Grafikfehler werden eher schlimmer als besser. Eher schlimmer als besser. Hm? Menü? Ja, ich probiere gerade ein paar Sachen aus und hoffe, dass wenn ich von diesem Hof mal irgendwann wieder runterkomme, die dann weg sind. Aber das Spiel scheint diesen Hof ja gerade abgöttisch zu lieben. Es ist offen. Mhm. Komm ganz schnell nach unten! Hier geht's nicht runter! Weiter! Ich finde dich! Ja, hier geht's nicht runter, weiter. Ich finde dich, finde ich auch gut, Prinzi. Lass uns hier weg. Die Kammer! Zu Salomons Kammer! Also ich hatte gerade die Cutscene mit Brüderchen. Ja, ich bin gerade quasi direkt dahinter. Also direkt dahinter, also weiter oder kurz davor? Ja, direkt da, wo Prinzi dann quasi das nächste machen müsste. Also ich habe quasi das nächste Rätsel gelöst, denke ich. Oh, okay. Meine Güte! Spiel, krieg dich wieder ein! Das ist nur Feuer! Ich hol dich ein. Ja. Nur bloß den längeren Weg. Geht viel schneller. Wenn ich wüsste, was in diesem Spiel ein Speicherpunkt ist und was ein Kontrollpunkt, dann könnte ich ja mal versuchen, das Spiel heute starten. Ja, das wäre eine Option. Gibt es in diesem Spiel sowas wie Speicherpunkte? Das kann ich dir nicht beantworten. Ich kenne das Spiel ja auch nicht. Salomons Kammer. Oh, hier drin geht's gerade wieder einigermaßen. Ja, hier drin. Hier sind gerade die Grafikfehler weg. Cool. Wo will ich denn hin? Okay, das sind eine ganze Menge Gegner, Prinzi. Springen, Prinzi. Springen. Nein, Prinzi. Hoch da, Prinzi. Prinzi, wo wollen wir denn hin? Und klar, wenn wir von da kamen, dann könnten wir uns mal da lang begeben. Okay. Ich meine, mehr als das nicht schaffen werden wir ja nicht. Okay, ich habe gerade eine ganze Horde Gegner erledigt, die solltest du erkennen. Eine ganze Horde Gegner, die sollte ich erkennen, alles klar. Entschuldigung, ich musste ein Stück vorauslaufen, um den Grafikfehlern zu entgehen. Ja, ist in Ordnung. Ich hol dich ein. Ja, ich nehme bloß den längeren Weg. Viel schneller. Du Prinzi, es tut mir leid, ich habe dir gerade nicht zugehört. Was ist viel schneller? Der längere Weg. So, ich nehme einfach den längeren Weg. Ist viel schneller. Ah. Natürlich ist der längere Weg viel schneller. Eben, das sind ja weniger Feinde. Prinz, die falsche Richtung. Prinzi, da war ein Gegner auf dem Boden. Den hättest du durchaus mal pieksen können. Oder boxen. Was auch immer dir beliebt. Prinzi beliebt so einiges. Hui, hui. Haha, ich kann wieder Wandsprünge. Du kannst normale und Powerangriffe bis zu 5 aneinander rein. Oh, da war ich auch gerade. Dürfte die Horde Gegner sein. Ich glaube es auch fast.
Coole Ansicht, Prinzi. Coole Ansicht, Prinzi. Nee, schön gemacht, Prinzi. Nicht coole Ansicht. So. So, das ist eine Horde Gegner weniger. Alles klar, dann machen wir doch mal an dieser Stelle hier weiter. Jetzt muss ich ja nur noch weitere Vasen für mich finden. Vasen voll überbewertet. Oh, so. Puh. Und da sind die Grafikfehler wieder. Ja, wie handhabe ich das Problem? Roll dich, Prinz, roll dich. Oh Gott, Grafikfehler. Beruhigt euch, bitte. Nein, Prinz, du solltest nicht nach oben. Musstest du warten? Ich war so erschöpft und machte bei den... Das müssen wir noch mal ein bisschen üben, Prinz. Guck mal, hier sind Töpfe für mich. Prinzi. Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, warst du nicht so weinerisch. Oh, tut mir leid, Mann. Musstest du warten? Ich war so erschöpft und machte bei den Bädern halt, um mich zu entspannen. Dann genoss ich ein heißes Mahl und bin jetzt bereit, Königreich zu verteidigen. Um an eine Säule zu springen. Yay, ich kann an Säulen springen. Ich habe mir gerade gedacht, hey, ich bin doch ins Wasser getreten, warum kann ich heilen? Keine Ahnung, weil sie die Mechanik... ach, Prinz, ich wollte gerade die Vase kaputt machen. Du auch? Ich bin im Palast hoch. Ich auch. Ist das eigentlich unser Palast? Keine Ahnung, was wir da gerade machen. Irgendwas versuchen wir gerade einzunehmen, aber irgendwie wollen wir anscheinend auch unser Königreich verteidigen. Ja, wir müssen in die Schatzkammer, ist mir klar. Aber erst machen wir die Vasen kaputt. Eben. Ach ja, richtig, an Säulen springen, da war ja was. Das habe ich ja gerade erst gelernt. Wenn er zur Kammer geht, will er etwa König Salomons Armee entfesseln? Es wäre Spiel, kannst du bitte mal klarstellen, was ein Speicherpunkt ist? Ich muss ihn wahrnehmen. König Salomons Armee. Spiel, ich habe begriffen, wir müssen Malik warnen, weil er sonst irgendwas tut, was er vielleicht nicht tun sollte. Soweit habe ich das verstanden. Gut, dann sind wir schon mal auf einem Stand. Hüppel die Hüpp. Hi Jungs. Guck mal, da oben ist Gegner. Prinz! Nein, das war zu viel. Juhu! Schöne Ansicht, Prinz. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, aber Kuro hat mir gut gefallen. So, der ist der Putzi. Solange ich nicht in den Raum gucke, gibt es keine Grafikfehler. Okay. Ja, dann muss ich ab und an in den Raum gucken. Jetzt machen wir noch die Vase kaputt. Das mit dem Springen und Landlauf und X, das habe ich jetzt ja wieder kapiert. Ah, sehr gut, sehr gut. Seid ihr Freunde oder seid ihr nicht Freunde? Greift es dich an? Ich weiß nicht, es steht ja noch und redet miteinander. Jetzt greift es mich an. Jetzt vermisse ich die Wurfwaffen. Ich habe viel zu viel Spaß an diesem Move, aber okay. Wow, ihr seid viele. Das hatte ich so nicht erwartet. Roll dich, Prinz, roll dich! Richtig, ihr kann sich hier rollen. Richtig, das ist genau.
Man merkt teilweise dass doch, dass es ein Ubisoft-Spiel ist. Wieso hattest du wieder Probleme? Keine Ahnung, ich habe meinen Gegner gerade durch den Boden geboxt. Ist das in Ordnung? Ja, das ist in Ordnung. Ich habe meinen Gegner geboxt und der verschwand dann durch den Boden, anstatt ich weiter zu kämpfen. Ich bin mit dem Springen und Zuschlagen noch nicht wieder ganz so vertraut. Ich hüpfe von Gegner zu Gegner. Das habe ich auch gerade gemacht, das macht Spaß. Jetzt mach doch einfach die Tür auf, ich bin aus diesem Raum raus. Ich fürchte nämlich, das liegt hier an meinem Fensterprogramm, nicht, dass ich dann doch wieder auf den MSI Afterburner umsteigen muss, was ich ja eigentlich vermeiden möchte. Yay, box ihn, Prinz, box ihn! Ah, jetzt gerade scheint es weh. Prinz. Prinz! Die Säule hat dir nichts getan, also lassen wir die bitte in Ruhe. Prinz, hier gibt's noch ein paar Töpfe. Schieß sie einfach mal eben so an. Im Vorbeigehen. Danke. Für mich doch Anfänger auf dieser. Ja, ich habe meine Aggressionsbewältigung habe ich jetzt geschafft. Danke. Bitte? Ich habe genug Gegner umgemetzelt oder was so in der Art. Okay, das hatte ich noch nicht. Das sollten wir eigentlich gleich wieder haben. Aber hey, na gut, ich habe hier einen durch den Boden gepust. Ich bin noch nicht fertig mit meiner Horde. Okay, ich bin in die Schatzkammer. Das ist schön, ich bin noch unterwegs. Gut, ich stehe da, wo dann die Schatzkammer angezeigt wurde. Und wo gerade keine Grafikfehler sind. Oh, ist das schön. Ich habe fast nur noch die mit den Schilden hier übrig. Das ist natürlich wieder blöd. Ah, die sind einfach. Dreieck und dann X. Dreieck und dann Viereck. Was auch immer bei dir anderen ist. Ja, das im Prinzip schon. Nur ich habe da drei von einer nebeneinander um mich rum oder so. Wenn der eine entwaffnet ist, schlägt der andere. Ja, ja. Als du die Schatzkammer erreichtest, wusstest du, warum mein Idee gekommen war. Ist klar, Prinzibumsi. Prinzibumsi? Ja, das ist jetzt Prinzibumsi. Der hat eine andere Stimme als der alte Prinz. Das kann nicht mein Prinzi sein. Das ist Prinzibumsi. Prinzibumsi ist so viel besser als Prinzen. Das weiß ich noch nicht. Ja, Prinzi Bumsi kann Powerangriffe, also so Bums, ne? Da muss noch ein Eingang sein. Das konnte Prinzi aber auch. Echt, habe ich nie gemacht. Guck mal, Prinzi, hier haben wir noch ein paar Vasen. Haben wir da drüben auch noch Vasen? Prinz, ich wäre dafür, dass wir noch ein paar Vasen schlachten. Für andere mag das Prince of Persia Sands of Time sein. Für mich ist das Spiel Prinz Kai gegen die Vasen. Eigentlich ist es auch Prince of Persia the Forgotten Sands. Ja, hier, was auch immer. Haben wir es überhaupt jemals irgendwie in unserem Intro klargestellt, dass wir Prince of Persia Forgotten Sands spielen? Ich meine, das stand da zwar, aber... Ja, haben wir. Ich hab's vorgelesen. Okay, alles klar. Ich war mir da gerade nicht mehr ganz sicher. Ich kann mir zwar nichts merken, aber ich kann Sachen vorlesen. Das ist gut. Da habe ich aber irgendwie immer anscheinend. Komisch. Da muss ich bis nächstes Mal noch ein bisschen drin rumexperimentieren. Mhm.
Ich höre, du hast eine Basis zerstört. Ah! Ich, ja, ich guck mal, wo ich jetzt wieder auskomme, nachdem ich vergessen habe, an der Wand lang zu laufen. An der Wand lang zu laufen? Ja, zu einer der Stangen hin. Ach, da bin ich einfach immer noch hingesprungen. Ja, ich glaube, zur letzten oder so musst du mit dem Wandlauf hin, weil ein Sprung zu kurz ist. Echt? Ja, ich glaube schon. Kann sein, dass ich das gemacht habe. Mein Kurzzeitgedächtnis ist ja wie bekannt vollkommen unzuverlässig. Ja, nicht nur deins. Da bin ich ja auch nicht sehr viel anders. Schlupp, 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 schlupp. Hüpfst du wieder zwischen den Wänden hin und her? Ja, sicher. Ich übe das schon mal, für wenn wir das wieder brauchen. Tu, der du das sowieso viel besser kannst als ich. Der? Ich kann das überhaupt nicht gut. Ich bin dann nur schon mal oben aus dem Level rausgekommen in Teil 1 oder so. Aber hey. Da haben die es auch herausgefordert. Aber mich blöd angucken, quasi, wenn ich bei Devil May Cry einen Doppelsprung zweimal hintereinander schaffe. Oder bei Lara das Ende der Welt findest. Mal wieder. Das hast du doch auch hin und wieder gefunden. Ja, 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 aber du hast damit angefangen. Ja, was kann ich denn dafür? Das taucht da so plötzlich auf. Prinz, da hatten wir jetzt aber Glück. Prinz, du bist auch so eine extrem hohle Fritte. Oh. Wie drehe ich mich an der Stange, wenn ich versehentlich in die falsche Richtung... Gute Frage. So, ich laufe da jetzt zum dritten Mal lang. Ich schieb das alles auf die Controller-Steuerung. Natürlich, das kannst du jetzt tun. Die ersten drei Aufnahmen lang kann ich das durchaus gut tun. Gut, dass wir uns da einig sind. Ich wollte auch gerade sagen, die ersten drei Aufnahmen erlaube ich das. Danach musst du die Controllersteuerung schon drauf haben. Meine Damen und Herren, was Sie übrigens gerade bei mir sehen, passiert, wenn man den Joystick einfach immer schnell im Kreis dreht. Im Kreis, Mädchen, nicht im Eis. Okay, jetzt drehen wir mal die Kamera schnell im Kreis. Okay, das ist langweilig, aber... Wenn Prinz sich plötzlich nicht mehr genau weiß, welche Richtung die richtige ist, ist echt schön. Nein, Prinz, hier ist noch eine Vase. Da war beim letzten Mal auch nichts dran, aber das ist ja egal. Da. Lauf, 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 lauf. So, so ist brav. Nein, Prinz. Schwingen. Und dann... Genau. Und es geht schon wieder los. Und jetzt... Na, da, 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 dahin. Zum Vorhang. So ist brav. Es geht schon wieder los. Das war dieses... Oh, sie schwingt an der Stange. Ich gucke mal besser schnell nach oben und guck, ob sie durchkommt. Warte. Danke. Das heißt, du bist in den Schatzkammern. Ich bin in den Schatzkammern. Ja, dann gucken wir doch mal, was in den Schatzkammern so los ist. Als ich die Kammer erreichte, verstand ich, warum Malik hergekommen war. Die Armee war seine letzte Hoffnung. Okay. Sonst blieben ihm nur Rückzug auch, Prinz? Und Niederlage. Nein, das konnte er früher nicht. Ich wollte gerade sagen, das kam mir unbekannt vor. Prinz, 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 geh mal von der Stange runter. Da unten ist was ich haben will. Nämlich eine Vase. In der nichts drin war. Das sind mehr Vasen. Eine leere Vase. Eine leere Vase gibt mir kein neues Leben. La 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 la.
Prinz, da waren wir ein bisschen zu schwunghaft, ja? Du hast dich doch schön gefangen. Schwinge von Wand, um nach oben zu gehen. Das habe ich gerade geübt. Nein, Prinz, das war die falsche Taste. Da, Prinz, das mit dem Springen, das müssen wir noch ein bisschen üben. Zack, 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 und... Hui! So, ich bin tatsächlich oben angekommen. Gut, jetzt müssen wir wieder runter. Das kann ich gut. Runter kriege ich super hin. Dabei ganz zu bleiben ist die Kunst. Die kriege ich nicht immer hin. Oh, okay. Was war die Frage, Prinz? Ich meine, was war die Aufgabenstellung? 42. Die drücke während des Wandes Arm von der Wand abzuschütteln. Ja, natürlich. Das kennen wir doch schon, Prinz. So, wenn jetzt die Grafikfehler wieder aufhören würden. Ey, ich wollte gerade die Vase zerdeppern, Jungs. Ich muss sagen, das ist eine wunderschöne, große Schatzkammer. Mhm. Ihr habt eine Wunschlampe, reibt da besser nicht dran, das will ich tun. Naja, der neue Genie ist Will Smith, den will ich auch nicht haben. Ja, das ist wahr. Ich wusste, dass der Palast verloren war. Trotzdem brachte ich alle um, inmitten von schrecklichen Grafikfehlern. Ich wusste, dass der Palast verloren war. Also, kannst du schon mal zurück zur Vase? Ich würde gerne zurück zur Vase, aber ich muss noch Leute umbringen. Springen, Boxen, Schlagen. Irgendwie in der Reihenfolge. Je nach Gegnertyp halt. Okay. Ja, bis zum nächsten Mal muss ich mir echt überlegen, ob ich doch wieder auf den Afterburner steige. Ja, das ist teilweise echt nicht schön. Ich glaube, meine Finger wollen momentan alle Gegner zu Tode stoßen. Auch immer ein guter Plan. Ja, Prinz, deshalb bin ich hier raufgeklettert, weil ich mir gedacht habe, hier will ich nach oben gehen. Ich kletter wo rauf, weil ich mir denke, da geht's bestimmt nach oben. Prinz, dramatische Kamerafahrt. Nach oben. Prinz, der Gegner war in einer anderen Richtung. Prinz, jetzt bist du am Gegner vorbei. Prinz! Wuhu! Ich wollte doch die coolen Sprungmoves machen. Wuhu! Prinz, ihr habt Ratten in der Schatzkammer. Das geht so nicht. Prinz, ich hab immer noch Wuhuhuhu-Musik. Fehlen mir denn noch Gegner? Und alle hopp. Und Richtung wechseln. Und alle hopp. Und Richtung wechseln. Oh, Prinz, wollen wir eventuell da sogar hin? Dann wie kommt das bloß? Na, ja, so ist brav, Prinz. Ich finde das immer sehr schön, wie du fast an der Stange vorbeispringst. Ja. Und dich dann verzweifelt mit einer Hand noch festhältst. Die Tür ist aufgegangen. Das hatte ich genau so erwartet. Katze. Sag mal, diese Schatzkammer wird ja auch immer größer und grafisch verbuggter. Ah,
Hallo, Prinz. Ja, so ist Brav Prinz. So ist Brav Prinz. Ja, das haben wir auch gut drauf, Prinz. Jetzt muss er nur noch hüpfen. Hey, Malik. Malik! Endlich. Ich war vor dir da, Junge. Du wolltest deinen Weg finden. Vielleicht bist du ein geschickter Krieger. Prinz, du solltest schon noch weiter springen. Bloß weil sich die Kamera dreht, musst du damit nicht... Komm mit mir. Sehen wir, wie der Feind auf Salomons Armee reagiert. Malik, das ist verrückt. Du musst von hier verschwinden. Gegen dich und den Rest deiner Leute. Mein Volk ist so schön, dass mir mein Leben immer hinterherzieht. Du hast selbst gesehen, der Palast ist gefallen. Es gibt keinen Ausweg. Kontrolliere ich diese Armee, werden wir siegreich sein. Und wenn es dir nicht gelingt, was dann? Soll ich den Rückzug antreten und diese Macht meinen Feinden überlassen? So haben wir wenigstens noch eine Chance. Kein Mensch sollte diese Armee beherrschen können. Die haben einen riesen Elefant an der Wand. Der scheint auch noch wichtig zu sein. Da haben sie es gerade wieder draufgesucht. Wenn ich dieses Königreich retten kann, dann tue ich es. Juhu, Malik, ich bin auch schon da. Du weißt nicht, was du entfesselst. Malik! So viele Krieger wie die Körner des Wüstensands. Du wolltest deinen Weg finden. Das klingt nicht gut, Malik. Du solltest auf deinen dummen kleinen Bruder hören. Komm mit mir. Sehen wir, wie der Feind auf Salomons Armee reagiert. Malik, das ist verrückt. Du musst von hier verschwinden. Na toll, Malik, du hast Grafikfehler entfesselt. Mein Volk ist so gut wie tot. Nicht anfassen. Du hast selbst gesehen, der Palast ist gefallen. Es gibt keinen Ausweg. Kontrolliere ich diese Armee, werden wir siegreich sein. Und wenn es dir nicht gelingt, was dann? Dann kontrolliere ich sie. Und diese Macht meinen Feinden überlassen? So haben wir wenigstens noch eine Chance. Kein Mensch sollte diese Armee beherrschen können. Du weißt nichts von den Entscheidungen, die ein Herrscher treffen muss. Es ist doch nur so. Wir sind doch bei Resident Evil. Ich stelle deine Herrschaft nicht in Frage. Du weißt nicht, was du entfesselst. So viele Krieger wie die Körner des Wüstensands. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Da kommt Sand runter. Der Elefant ist krass. Nicht anfassen. Wenn der grafisch nicht so verbuggt wäre, wäre der noch viel cooler. Auf jeden Fall hübsche Hüftknochen. So, und spätestens jetzt sag ich, das ist unspielbar mit diesen Grafikfehlern. Ich sehe nämlich nichts mehr außer weißem Geflimmer. Jetzt haben sie den Elefanten auch noch kaputt gemacht. So sieht kein Elefant aus. Boah, das ist mein Pausenmenü, um das Film groß zu werden. Kein Wunder, dass wir diesen Sand vergessen haben. Eben, den hätte ich auch weggelassen. Ich stache jetzt auf dem Bildschirm und erwarte irgendwelche Quicktime-Events. Also bei den Hörnern ist ja der Haker auch schon neidisch. Ja, auf jeden Fall. Wo ist das Pause? Das ist das Pausemenü. Sehr schön, du bist im Pausemenü. Ja, und ich habe Salomons Armee beschworen. Und ein Action
eine Uplay-Aktion abgeschlossen. So, ich probiere jetzt einfach mal aus, was passiert, wenn ich beenden und zurück zum Hauptmenü sage. Ja, ich meine, es müsste ja quasi jetzt ein so großer Schritt gewesen sein, dass er da automatisch auch speichert. Genau, wenn ich jetzt fortfahren sage, bin ich wieder vor der ganzen Sache. Und zwar wo? In der Schatzkammer unten. Die ganze Schwungpassage. Okay, und ich habe immer noch massive Grafikfehler. Sekunde, ich unterbreche mal hier kurz die Aufnahme und probiere was aus. Alles klar. Dann bleib ich so lang im Pausemenü. Ja, tu das bitte. Und höre dir mal mit beiden Ohren zu.